Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Wir machen Trader. Mein Name ist Wayne von Wir machen Trader und heute möchte ich dir zeigen, wie du mit Hilfe des Fibonacci Retracements die Stärke eines Trends definieren kannst. Dafür müssen wir zuallererst klären, was ein Trend ist, und dann müssen wir klären, was das Fibonacci Retracement ist. Danach können wir dann beides zusammenfügen und du kannst sagen, okay, es handelt sich hier um einen starken Trend oder es handelt sich hier um einen schwächeren Trend. Zuerst die Definition eines Trends. Wir haben einen Abwärtsimpuls, das Ganze gilt jetzt für einen Abwärtstrend. Wir haben einen Aufwärtsimpuls und wir haben einen weiteren Abwärtsimpuls. Was sind jetzt die Regeln? Die Regeln sind, wir dürfen mit diesem Rücksetzer hier nicht hier drüber schließen. Das heißt, sowas hier ist kein Abwärtstrend. Sobald wir hier drüber schließen, ist der Abwärtstrend vorbei. Zweite Regel ist, wir müssen mit dem nächsten Impuls unter diesem Tief schließen. Auch das hier ist kein Abwärtsimpuls oder Abwärtstrend. Wir dürfen also nicht hier rüber schließen und müssen hier drunter schließen. Dann befinden wir uns in einem Abwärtstrend. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Trends. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal diese Zonen hier verlängern, um das besser vergleichen zu können, dann gibt es natürlich die Möglichkeit zu sagen, wir kommen hier mit einem Impuls. Wir haben einen kleinen Rücksetzer und einen weiteren Impuls. Oder es gibt die Möglichkeit zu sagen, wir haben einen Impuls, einen Rücksetzer, einen weiteren Impuls. Und wir sehen schon, alle drei sind Abwärtstrends, aber alle drei haben verschiedene Stärken. Wir haben hier einen sehr starken Trend, hier haben wir einen etwas schwächeren Trend, zumindest in den Impulsen und Pullbacks, und hier einen mittleren. Natürlich kann man bei der Trenddefinition auch noch die Neigung mit einbeziehen, das heißt, ist er sehr flach oder ist er eher sehr steil, auch das Anzeichen für Stärken und Schwächen. Wir wollen uns aber jetzt einfach mal auf diese Pullbacks hier konzentrieren und einfach dadurch definieren, ob wir einen starken Trend haben oder einen schwächeren. Schwächerer Trend heißt hierbei nicht, dass der Trend unbedingt schlechter ist, sondern es bedeutet einfach nur, dass wir tiefere Rücksätze haben und dementsprechend müssen wir natürlich auch anders agieren oder uns anders vorbereiten. So, also das sind die drei Ausführungen. Jetzt müssen wir natürlich noch klären, was das Fibonacci Retracement ist und was das Retracement kann. Dazu zeichne ich das Ganze mal hier auf. Wir haben immer einen Startpunkt bei 100% und wir haben einen Endpunkt bei 0%. Haben wir bei dem Fibonacci Retracement noch mehr, also gehen hier quasi noch weiter runter als die 0, dann sprechen wir von einer Extension. Das ist was anderes. Also wir beschäftigen uns hier mit dem Retracement von 100 zu 0%. Dazwischen haben wir dann verschiedene Zahlen und das sind die sogenannten Retracements. Hier haben wir zum Beispiel das 78,6 Retracement, das 61,8, 50 und das 38,2. Hier gibt es noch andere Retracements. Meiner Meinung nach sind das hier erstmal die wichtigsten. Und was bedeutet das Ganze jetzt? Wir können jetzt hiermit Rücksetzer messen. Das heißt, wenn wir das Ganze jetzt mal wieder auf unseren Abwärtstrend anwenden, dann beginnen wir hier bei den 100%, haben einen Abwärtsimpuls zu den 0% und haben dann ein Pullback. Und wir können jetzt messen, bis wohin dieser Pullback geht. In diesem Fall bis aufs 50er Retracement. Die Reihenfolge ist jetzt natürlich falsch. Wir haben natürlich nicht erst unser Retracement und dann bildet sich der Trend, sondern wir messen den Trend. Wie das funktioniert, zeige ich dir sofort. Wichtig ist jetzt zu wissen, dass das 50er Retracement bedeutet, dass wir mit dem Pullback 50% des Impulses zurückgegangen sind. Deswegen setzen wir immer am Anfang des Impulses an, gehen bis zum Ende des Impulses und können dann den Rücksetzer messen. Das Ganze machen wir jetzt mal hier oben in dem Beispiel. Wir schnappen uns das Retracement, setzen hier oben an bei dem Startpunkt
ziehen dann bis zum Ende des Impulses. Und sehen jetzt, dass dieser Pullback aufs 61er Retracement gekommen ist. 61er Retracement heißt 61,8% des Impulses zurück. Jetzt machen wir das Ganze mal hierfür. Auch hier selbes Prozedere. Wir sehen, dass wir noch nicht mal das 38er Retracement berühren. Hier könnte man dann zum Beispiel auf ein kleineres Retracement gehen, um das zu messen. Oder man sagt einfach, okay, dieser Impuls hat das 38er noch nicht mal berührt und misst das Ganze so. Dann haben wir das Ganze nochmal hier und wir sehen, dass wir 100% zurückgehen. Was sagt das Ganze jetzt aus? Wir sehen schon, hier ist der kleinste Rücksetzer. Das bedeutet, dass dieser Trend besonders stark ist. Warum? Wir haben hier natürlich Abverkäufe, viele Verkäufer und wir sehen, dass die Käufer den Markt nur ganz, ganz kurz und über eine ganz kurze Distanz in der Hand haben. Das heißt, dieser Rücksetzer fällt dementsprechend sehr, sehr schwach aus und dann übernehmen eben wieder die Verkäufer und es geht weiter in die eigentliche Richtung. Das bedeutet, der Abwärtstrend ist ein sehr starker. Dann haben wir das andere Extremum. Wir haben hier einen Abwärtsimpuls und sehen, dass dieser Pullback sehr, sehr weit zurückgeht bis auf die 100%. Das heißt, die Käufer haben hier sehr viel Distanz zurückgelegt und haben den Markt auch einige Zeit in der Hand. Das heißt, dieser Abwärtstrend ist etwas schwächer. Das heißt nicht, dass dieser schlechter ist, sondern dass wir eben anders agieren müssen. Und die Gefahr ist natürlich größer, wenn wir hier ziemlich weit zurücksetzen, dass wir auch mal hier drüber schließen und dann ganz schnell der Trend eben vorbei ist. Oder wir eben hier zurückgehen, dann hier nur einen kleinen Impuls nach unten machen, wieder zurückgehen und dann in eine Seitwärtsphase übergehen. Deswegen ist natürlich hier der starke Trend eindeutiger. Dann haben wir noch das mittlere bei 61% und das ist so der gesündeste Trend, würde ich sagen, weil der Markt hier eben am gleichmäßigsten ist. Hier ist eben die Gefahr, dass es zu schnell geht, wir überrannt werden und hier ist eben die Gefahr, dass es in die andere Richtung kippt. Also, wir können also jetzt messen, wie der Rücksetzer ist und daher definieren, wie stark der Trend ist über das Fibonacci Retracement. Jetzt musst du natürlich für dich definieren, was ein schwacher Trend ist, was ein starker Trend ist. Für mich ist eindeutig ein starker Trend, wenn dieser das 38er Retracement noch nicht mal berührt. Alles bis zum 61er Retracement ist ein normaler Trend und wenn wir dann das 100% Retracement berühren, ist es eben ein schwächerer Trend. Wie können wir das Ganze jetzt nutzen? Wir können natürlich zum einen messen, wie weit dieser Rücksetzer zurückgeht. Zum anderen ist das Fibonacci Retracement aber auch ein Support Resistance Tool. Das heißt, wenn wir uns jetzt hier in diesem Trend befinden, haben wir hier diesen Rücksetzer und können jetzt dieses Fibonacci Retracement Tool ansetzen und haben eben unsere Zone. Und jetzt können wir in diesem Rücksetzer schauen, wo der Preis sich gerade befindet. Jetzt gerade zum Beispiel am 50er Retracement. Wenn wir denn hier eine Reaktion sehen auf dieses Level, dann wissen wir, dass das Ganze hier als Resistance fungiert. Natürlich ist es noch besser, wenn wir sowas haben. Wir kommen hier aus einem Abwärtstrend, befinden uns jetzt hier in diesem Rücksetzer und sehen, dass wir hier schon eine Unterstützung haben und ziehen dann eben unser Retracement und sehen, dass wir an dieser Unterstützung das 50er Retracement haben. Das heißt, wir haben hier eine normale Unterstützung, wir haben das 50er Retracement und wir warten noch auf eine Reaktion des Preises an dieser Stelle. Und dann haben wir ganz gute Chancen, hier einen sehr guten Einstiegspunkt zu finden. Das Ganze solltest du natürlich für dich erstmal testen im Backtesting, damit du weißt, an welchen Retracements der Preis wie reagiert. Ich sage dir jetzt schon mal ganz wichtig, das 61er Retracement. Und natürlich, wie du das Ganze in deine Strategie einbaust. Sind wir ein bisschen abgeschweift.
Jetzt wollen wir das Ganze natürlich auch am Markt ein bisschen uns anschauen. Und dazu schauen wir uns einmal hier diesen US-Dollar-Yen-Chart an und sehen, dass wir uns hier in einem Abwärtstrend befinden. Ja, wir haben also hier erstmal so eine kleine Seitwärtsphase und sehen aber dann, dass wir hier drunter schließen. Das ist die erste Regel. Die zweite Regel ist dann, dass wir hier drüber nicht schließen. Machen wir beides nicht, dementsprechend ist das hier ein intakter Trend. So, jetzt können wir das Fibonacci Retracement Tool ansetzen, dazu an den Anfang des Impulses, das ist hier oben, und zum Ende des Impulses, das ist hier unten. Und wir sehen hier diesen Rücksetzer. Ich kann auch mal ein bisschen ranzoomen, dann sieht man das ein bisschen besser. Wir haben also hier unseren Anfangsimpuls bis hier unten hin und das ist dann unser Rücksetzer und hier geht es dann weiter. So, und wir sehen, dass wir genau hier dieses 38er Retracement als Zone haben und wir sehen auch, dass wir hier Struktur haben. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so schön anliegend, wie es, naja, in der Theorie sein sollte. Dennoch ist das hier eine Unterstützung und wir haben das 38er Retracement. Dementsprechend war die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Preis hier dreht. Nächste Möglichkeit wäre dann ein 60er Retracement gewesen. Warum? Weil wir auch hier Unterstützung haben und hier Unterstützung. Aber deswegen ist es auch so wichtig, dass wir hier drin unsere Strategie suchen, unser Setup. Nicht einfach blind sagen, okay, Unterstützung, 38er Retracement, hier steige ich ein. Geht natürlich auch, hat auch eine Grundwahrscheinlichkeit. Aber noch besser ist es doch, wenn wir das hier in dem Tageschart finden, gehen dann in den 4-Stunden-Chart und suchen da nach unserem Double Top zum Beispiel. Und können dann optimal einsteigen. Dann haben wir von hier aus den nächsten Impuls. Auch hier können wir wieder unser Retracement ansetzen, von oben bis unten. Und wir sehen wieder selbes Spiel. Ich hoffe, das wird jetzt hier alles nicht zu verwirrend mit meinen ganzen Zeichnungen, dass wir hier Struktur haben und dass wir hier das 61er Retracement haben. Und wir sehen, der Preis akzeptiert genau dieses Level. Wir machen weiter. Nächster Impuls. Bis hier unten hin. Wir setzen unser Fibonacci Retracement Tool an, ziehen das Ganze bis zum unteren Ende des Impulses und wir sehen jetzt hier, dass die Struktur erst hier oben kommt. Die erreichen wir in diesem Fall nicht, aber wir sehen auch, dass wir hier knapp unter dem 50er Retracement drehen. Auch das ist so eine Frage. Muss der Preis das Retracement berühren oder reicht es schon, wenn er knapp darunter dreht? Ja, das sind Regeln, die du dir definieren solltest, damit du da feste Regeln für dich hast, aber das ist eben die Methodik, sowas zu messen. Und wir können natürlich jetzt sagen, hier oben haben wir nur bis zum 38er Retracement zurückgesetzt, dementsprechend ist der Trend relativ stark. Hier haben wir dann bis zum 61er Retracement zurückgesetzt, das heißt, die Stärke nimmt ein wenig ab. Hier haben wir das Ganze dann nochmal beschleunigt und bis zum 50er Retracement zurückgesetzt. Und dementsprechend kann man das Ganze dann eben messen, für sich dann eben auch definieren und vielleicht funktioniert deine Strategie in einem sehr starken Trend überhaupt nicht. Dafür aber in einem Trend, der eben bis zum 61er Retracement zurücksetzt. Wichtig ist zu verstehen, dass es hier keine allgemeingültige richtige oder falsche Antwort gibt, sondern dass du jetzt die Möglichkeit hast, diese Impulse zu messen und eben auch im Backtesting zu messen und daraus eben Erkenntnisse zu ziehen. Das war ein kleiner Ausflug in den Bereich des Fibonacci-Tradings, der Trenderkennung. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Damit du keins unserer Videos mehr verpasst, abonniere unseren Kanal, indem du hier links klickst. Darüber hinaus haben wir weitere spannende Videos, die auf dich warten.